Jetzt kommen wir zu der Frau, die ich eben schon angekündigt habe. Sie ist ein ja, schon ein bisschen der Shootingstar von Germany's Next Topmodel. Und sie hat sich damals so vorgestellt. Man nennt es auch, ich will mich von der Masse abheben. Bestimmt, wenn Tausende einfach normale schwarze Jeans anziehen oder eine Shorts. Ich muss was Auffälliges anziehen, ich muss anders sein. Dann dachte ich, okay, ich ziehe mich so an. Zerrissen, aber doch elegant. Wieso nicht? Das bin ich. Ein bisschen verrückt, aber doch noch bodenständig. So sieht's aus. Ja, und ob sie es bis ins Finale schaffen wird, das wissen wir nicht. Vielleicht weiß sie schon mehr. Vielleicht weiß sie schon, wie weit sie kommen, weil diese Staffel ist ja immer ein bisschen weiter sind die als das, was im Fernsehen gezeigt wird, logischerweise. Vielleicht kriegen wir was raus. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Aminata! Aminata. Hallöchen. Wie geht's? Sehr gut, danke dir. Läuft, danke auch, ja. Läuft's gut bei Germany's Next Topmodel? Du weißt ja schon vielleicht ein bisschen mehr als wir. Ja, ich weiß viel. Ich weiß sehr viel. Bist, aber bist du bei den Favoritinnen? Hast du gute Chancen? Wie ist das Verhältnis zu Heidi? Was sagt Wolfgang Job? Sag mal was. Wie geht's weiter? Also wir drehen immer noch. Ja. Wir haben zwischendurch Pausen, deswegen bin ich auch hier. Ja. Aber wie weit ich bin, wie weit es ist, sage ich natürlich nicht. Ach so, du würdest auch schon gerne ins Finale, oder? Ja. Sehen wir mal. Hat man da eine besondere Beziehung zu Heidi, wenn man auch aus Bergisch Gladbach kommt? Du kommst ja auch aus Bergisch Gladbach, genau wie Heidi. Ja, das stimmt. Aber naja, trotzdem bin ich jetzt nicht unbedingt im Vorteil, gell? Nee, ist ja nicht, wenn man aus der gleichen Hood kommt, wenn man, da muss man doch irgendwie einen Vorteil haben, oder? Ja, nee, ich glaube, das sieht sie. Hätte ich auch gedacht und hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass ich einfach so zack, 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 zack weiterkomme und direkt Papa, bam, Finale hier, Sieg, aber nein. Ja. Ist nicht so einfach, oder was? Ist nicht so einfach. Ich habe auch versucht, mit der zu reden, aber schwierig. Schwierig? Was heißt schwierig? Inwiefern? Sie will mich nicht gewinnen lassen oder so. Ich weiß nicht. Sie lässt mich sogar wackeln. Unverschämtheit. Sie lässt dich wackeln? Sie lässt dich wackeln? Sie lässt mich wackeln. Ach so, das heißt also Wackelkandidat. Wackelkandidat. Ich dachte so, wackeln. Was ist so? Twerking. was war das Geilste bis jetzt, was ihr gemacht habt? Also shootingmäßig so. Wo ihr wart ja eine ganze Menge unterwegs in der Welt, oder? Ja, das stimmt. In Utah war es ganz cool. Utah, USA. Utah, USA. Ja. Genau. Ja. War der noch in Singapur oder wo war das? Singapur waren wir auch. Ja. War auch cool. Okay. Was ist denn so dein Traum? Eher so Laufstegmodel oder mehr so Fotoshootings? Oder gar Schauspielerei? Gesang? Wrestling? Wrestling? Ja. Doch. Cool. Hast du irgendwas, was du präferierst? Also ich bin lieber auf dem Laufsteg. Okay. Also schnell Klamotten wechseln und so, die Hektik und sowas findest du gut? Das brauche ich auch. Ja. Wir haben mal ein paar Bilder aus Germany's Next Topmodel. Da hast du schon das ein oder andere Shooting hinter dich gebracht. Hier, das war wohl sehr schwierig, da hängst du an so einem Seil. Schauen wir mal. Sei nicht zu hart im Gesicht. Woran denkst du jetzt gerade, Aminata? Nix, mir ist total schlecht, weil ich es vor kurzem gegessen habe. Und es geht irgendwie die ganze Zeit hier hoch. Hier ist richtig kotzübel. Komischerweise, ja. Von 1 bis 10, wenn 10 die schlimmste Nummer ist. Wie schlimm? 8. 8? Ja. Oh. Okay, sag uns Bescheid, bevor dir richtig kotzübel wird, okay? Ist die Nummer 10? Bin da? Oh Gott, sie ist eine Trauer. Spuck es einfach raus. Boah. Oh. Was war denn da los? Das ist.
Ja. Was hat der Fotograf gesagt? Mach ich Foto, tue ich Facebook. Ja. Ging es dir so schlecht, wirklich? Ja. Was hast du nicht vertragen? Das am Seil hängen oder das Essen einfach vorher? Ich habe keine Ahnung. Jeder sagte mir, Ami, hör auf so viel zu essen. Ami? Ami. Das ist dein Ja, ist die Abkürzung von Aminata. Ja. Ey, Ami. 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 Gerne auch in den 80ern bei Demonstrationen gegen Pershing-Raketen. Ey, Ami, raus! Du bist noch Schülerin, oder? Ja. Das heißt, bist du wirklich noch Schülerin oder hast du Germany's Next Topmodel abgebrochen? Nicht für Germany's Next Topmodel, aber ich kann jetzt einfach wieder einspringen. Ich muss warten bis zum Sommer und dann kann ich wieder zur Schule. In welcher Klasse warst du? 12. 12. Okay, das heißt, machst du das denn jetzt auch oder ist das eher unwahrscheinlich? Gute Schulausbildung hat noch keinem geschadet. Das stimmt, aber... Ja, gucken wir mal. Also, nein. Ich möchte mein Abitur auf jeden Fall machen, aber... Ja, dazu musst du ja zurück in die Schule. Ja, klar. Ja. Gucken wir mal. Gut wär's. Hat man auf jeden Fall mal was. Mhm. Weißt du? Muss man später nicht Model werden oder so. geht ja auch nur begrenzt, oder? Ja, das stimmt. Irgendwann ist vorbei. Obwohl, es gibt einige Models, die laufen auch mit 40 noch, oder? Wer denn? Dingens. Ja. Hm. Weiß nicht. Hm. Claudia Schiffer. Ja. Läuft aber schlecht. Läuft schlecht. Hüftschaden. Kate Moss, läuft die auch noch? Ja. Gut. Wie sieht's aus mit Musik? Singen? Ist ja daran erinnerst du hier viele, ne? Deswegen haben die das eben auch gespielt, die Band. Sehr erfolgreiches Model Grace Jones hat ja auch sehr erfolgreich gesungen. Mhm. Obwohl sie auch nur so mittelmäßig sang, oder? Da reicht ja manchmal reicht ja die Erscheinung. Dass man einfach nur so Slave to the Rhythm. Ja. Dang. Vielleicht versuche ich das mal. Ja, es kommt allerdings auf die Stimme an. Und du scheinst ja auch sehr mutig zu sein, oder? Während die anderen Girls sich ständig in die Hose machen, gehst du schon ziemlich ran. Wir schauen mal hier, das ist eine sehr, 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 sehr spannende Szene. Ja, das ist schon sehr mutig, oder? Man hat den Eindruck, wenn man das sieht, da in der Gruppe von den ganzen Mädchen, du bist der Babo, ne? Ein bisschen, oder? Ja, Chavos müssen auch wissen, wer der Babo ist. Das muss sein. Das heißt, die hören alle so ein bisschen auf dich? Ach, Quatsch. Weil du die besseren Argumente hast oder Ach, haben die Angst Quatsch, vor dir? Quatsch. Schlägst du auch mal zu? Das war schon ein bisschen aggressiv. Da kommt jetzt das Kacke hier, jetzt wollte ich Spinne da raus. Nee, das war nicht aggressiv, das war die Wahrheit. Das nervt. Das muss nicht sein. Das ist meine Hand, die da reingeht. Also, was haben die zu quietschen? Ja. Also, dieses Tussi hat. Quietschen. Ja. Ja, dieses Tussihafte gefällt dir also nicht. Nicht dein Style. Wer ist denn dein Liebling in der Jury? Gute Frage. Gucken alle zu, bestimmt. Jetzt sag nicht alle. Das ist langweilig. Du musst jetzt einen raussuchen. Mein Liebling. Ja. Naja, der Wolfi. Der Wolfi? Ja. Ja? Mhm. Der kommt doch auch demnächst zu uns, oder? Wolfgang Job. Freuen wir uns schon drauf. Der, warum? Weil er straight ist, weil er sagt, was er denkt, weil er schnörkellos analysiert? Oder was ist der Grund? Der redet sehr viel. Ja. Sehr, sehr viel. Mhm. Sehr viel und manchmal weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll, aber er redet trotzdem. Und das ist witzig. Ich unterhalte mich gerne mit ihm. Ich höre ihm gerne zu.
Ich höre ihm auch sehr gerne zu. Ich finde auch, dass er sehr lustig ist, weil er versucht nicht drum rum zu reden. Er sagt einfach, was er denkt. Ich habe dieses Ding im Kopf, wo dieses, ich weiß nicht, wer es war, eine von den Models da stand und ging so um sie rum und guckte sie so an und sagte, das ist alles gut, aber der Kopf ist zu groß. Der Kopf ist einfach zu groß. Das tut mir leid, aber das passt nicht. Tut mir leid, der Kopf ist einfach zu groß. Er sagt einfach, was Sache ist. Fühlt man sich da manchmal wie so ein Stück Fleisch, wenn man so behandelt wird? Naja. Man ist ja schon zu gucken da, ne? Man ist schon da, um angeglotzt zu werden. Ja, ist einfach die Wahrheit. Mhm. Ja, man ist da, man steht da, man guckt uns an und das war's. Ja. Wer ist deine beste Freundin von denen, ne? Wenn man davon sprechen kann, überhaupt? Gibt's da Freundinnen? Gibt's Freundschaft unter Konkurrentinnen? Ja, also bei mir schon. Bei mir schon. Also ich hatte selber keine besondere, bestimmte Konkurrentin, hatte ich nicht. Werde ich nie haben. Ja. Ja, ich bin echt, die sind selbst. Ist halt so. Aber ich habe mich am meisten mit Ivana verstanden und Karlin. Okay. Und Zeynep natürlich. Wer kennt sie nicht? also ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns hier wiedersehen. Vielleicht sogar mit dem Siegerkrönchen auf dem Kopf. Wünsche ich dir alles Gute. Toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen. Dankeschön. Und wenn der Wolfgang hier ist, dann... Der sagt das schon. Ich sag dem schon, was der er... Der merkt das nicht, ich sag aber das der schon, sagt das. Für wen er tippen soll, ne? Machst du das? Na klar. Aminata, meine Damen und Herren.